Herzlich willkommen zurück zum Wald abends. Wir sind in der Höhle und haben ja direkt im ersten Part schon Info bekommen, dass da so ein Junge vermisst wird. Okay, das ist vielleicht auch noch ein Rätsel, was ich lösen kann. Ja, bisher muss ich noch nicht in Köpfchen-Tanz tanzen. Das ist ein Hebel, soll ich ihn ziehen? Ist ja wie Resident Evil. Oha. Okay. Ein bisschen Angst. Und wir haben nicht viel Handgranatenmunition mehr, ne? Haben wir überhaupt noch Handgranatenmunition? Will ich das nachgucken, weil es dauert immer. Wenn ich das mache. Hier, Waffe, ne? Ja. Nee, war woanders. Ich hab schon echt Bock drauf. Aber sind die Rätsel so schwer oder sind die Kämpfe so schwer? Was heißt Bock schwer bei dem Spiel? Und das verstehe ich halt echt noch nicht. Wo konnte ich denn das sehen gerade? Status, das hier vielleicht? Hier. Da. 0 von 8. Hit 85%. War mein lautes Geräusch. Okay, dann machen wir mal ein bisschen hier werfen, ne? Bäm. Warum stehen die hier? Das ist doch irgendwie... Jetzt kämpfe ich gegen die Kiste. Da war ein Pokémon in der Kiste. Gegnervielfalt ist momentan noch begrenzt. Warum? Aua! Ich habe noch 102 HP, wie man unten unschwer kennt. 38, ja. Sauber. Auch ohne Handgranate fällt der kleine Rudi wunderbar aus. 8 DP, 4 Gedder. Mensch, müsste zwar bald Level 3 sein. Okay, wir werfen noch mehr Kisten random herum. Bam. So. 50 Gedder. Wir müssen ja jetzt wirklich Kohle haben, ne? Okay, ich mache weiter. 904 Gedder. Wird man ja wohl noch nachgucken dürfen. Verstehe. Ich muss sagen, es gefällt mir immer besser. Anfang fand ich ein bisschen ernüchternd, weil es halt, wie gesagt, für mich qualitativ nicht auf dem Niveau wie Zirkon, Final Fantasy sowieso nicht und Breath of Fires. Von der Grafik und ein Anzeige, super Treffer. 49. Die sehen ein bisschen aus wie aus Doom. Also so langsam der nicht jetzt Steam O Gegenangriff, sehr schön. 40. Rudi, bester Mann. 8 DP. 4 Geller. Sollten echt bei Level 3 sein. Das geht ja so fix und unproblematisch voran. Was ich mal nachgucken müsste, vielleicht für die weitere Wegplanung. Tut mir leid, ich muss dich noch ein bisschen herumfinden. Ah, okay, 10 Stück. Perfekt. Eine Zaubermöhre. Falls ich ein Zauberpferd treffe, kann ich dem das geben. Oder ich treffe ein fittes Pferd. Okay, warte, anordnen. Achso, ich kann mal gucken hier mit. Ah, ne, die brauche ich glaube ich nicht. Handeln. Okay. Falls ich hier einen anderen Mitspieler treffe? 50 Geller erhalten. Oha, dieses Nichtschild zerstören, Gefahr GS. Dieses Nichtschild zerstören. Na gut, na, kann keiner sagen, haben mich nicht gewarnt. So, und jetzt hier Bosskampf. 10 Tentakel. Rudi, greif den Tatzebellen an. Oh, er lebt noch. Oh, da hat er Rudi fast gefressen. Rudi, wehr dich. Gut gemacht, Rudi.
8 TP, 8 Göller. Das ist ein Hebel, soll ich ihn ziehen, Jupp? So, den können wir zerstören auf jeden Fall. Das sind Rätsel auf meinem Niveau, sehr schön. Okay, jetzt bin ich überfordert. Vielleicht kann ich mit Bomben hochschieben. Okay, Game Over. Wie soll es denn weitergehen? So, warten wir vielleicht jetzt den Hebel? Ja. Dreimal betätigen oder was haben wir? Vielleicht hat er geklemmt. Hätte ich mal ein bisschen Öl mitgenommen, so B40. Brauchst du immer mal. Gegenangriff. So, was ich mich jetzt frage, der ist weg. Das sind bloß die Salamander, ne? Oder Lurche, die extrem viel Leben haben. 8 TP. 4 Geller. Und gerade, also es macht Spaß. Macht schon Spaß. Sehr schön. Das schwere Rätsel geknackt. Mit unserem brillanten Verstand. Und so geradlinig, gerade liebe es. Sei still. Schritte wecken Fledermäuse langsam und vorsichtig. Okay, also nicht rennen anscheinend. Stört mich das, wenn ich Fledermäuse rette? Wieder eine von den Fledermäusen. Hoffe echt, dass wir nachher zu dritt oder so sind. Force Level Up. Was ist denn das? Immer Supertreffer. Oder Tanze auf der Stelle. Müsste bald mein Level Up sein. So, schon, warte mal, nee, so eine Beere hat die nicht 40 SHP gemacht? Ne, ich bin schon wieder bei Breath of Fire. 8 Let's Plays. Ah, das waren kurzzeitig 9, aber Tomb Raider 2 ist beendet, also sind es jetzt wieder 8 Let's Plays gleichzeitig. Ich will einfach angeben, sorry. Hier ist das Inventar. Nein, ist das nicht. Da ist das Inventar, da ist es. Speichern, weil ich weiß nicht, was ich tue. Wie viel macht ihr jetzt? Achso, Info. 200 TP. Was sind eigentlich TP? Giftteilen, na okay. Buckler, Schutz für linke Hand. Das kann ich aber nicht benutzen, oder was? Gift aufheben? Verbinde Magie mit Wappen. Ja, wichtig. 50 MP. Konnte ich mich heilen? Nee. Nee. Das ist meine einzige Fähigkeit, ne? Warte, warte, warte. Nö. Gucke mal. Aber wie immer. Warum? Wird das bei Auto-Equip nicht ausgerüstet? Achso, nichts ausrüsten bringt weniger. Ah, okay. Knochen hört. Okay. Das sind wir Obermagie, also Ober- und unbesiegbar. Gut, dass ich grinde gerne. Schwierigste sollten demnach eigentlich die Rätsel werden. So, was sagst du mir? HL-Symbol erhalten. Ich komme noch nicht klar mit dem Menü. Oh, warte, 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 warte. Böses oben heilen. Ich habe kein böses Ohm.
So, was hast du? Der Fluch der Fledermäuse wird durch das HL-Symbol aufgehoben. Okay. Hab dich lieb. Halbjahr erhalten. Wahrscheinlich aber erst, wenn ich renne. Vielleicht sollte ich das mal testen. Oh, ein Ork. Ein Goblin, sorry. Da sind sie immer ein bisschen kleinlich. Wollte jetzt hier nicht irgendwie rassistisch reagieren. Ah, vielleicht hätte ich erstmal den Kollegen rechts angreifen sollen. Null, da ist nämlich das Schild. Bäm, 8. Ja, was juckt. Was ist Force? So, jetzt wird ausgeteilt. Acht. Gegenangriff, sehr schön. Könnte mit zwei Dingern weg sein. Einen führt. Oh, das ist er bunt geworden. 10 EP. 18 Geller. So. Und was wollte ich machen? Ich hab's vergessen, also das was. Ah, genau. Was heißt genau? Ich wollte aber speichern. Oh, da ist die Bombe geplatzt. Und renne. Das mit den Fledermäusen will ich mir angucken. Gibt's keine Fledermäuse oder was? Wenn, dann sind's ja Paula. Zwei Orks. Aber wenn die Kämpfe so bleiben, ist alles entspannt. Danach wäre ein Gasthof ganz lecker. Da hat das aber super Treffer. Trotzdem ein bisschen lieblos gemacht, das Ganze. Orks haben anscheinend echt nicht viel Leben, diese Salamander meistens 12 EP, die eine Ebene aufgestiegen. Ja, jetzt haben wir aber hier Progress. 32 Geller. Ja, kann ich mir bald ein Haus am Strand kaufen. Nice. So, wir laufen bedächtig. Einfach mal, um das kurze Spiel ein bisschen zu strecken. Da liegt da was. Kurz angerannt. Ich kann nicht springen, oder? Okay. Aufpassen, dass das nicht erschlägt. Arbeitsschutz. Achso, okay, es liegt hier. Halbjahr erhalten. Aber bisher sind sie echt noch lieb. Die Wand sieht hier dünn aus. Aha. Ich habe die Wand nicht mal gesehen. Ich habe links, dachte ich, merkwürdig. Speichern. Danke schön. Super erhalten. Reflexapfel erhalten, der ist wichtig. Und ein fitter Apfel. Also entweder kommt hier super viel Giftzeugs irgendwie was. Ist egal, welchen du angreifst. Wir sind so gut. Hatten wir bei der Burgen Waffenschmied getroffen? Nee, ne? Wenn nicht, müssen wir nochmal ins Anfangsdorf. Wir werden ja jetzt wahrscheinlich den Jungen retten, das sollte passen. Und weg ist er. Sehr schön. Sehr gut. 10 EP, 18 Geller. Stört euch das Überschreien des Mikrofons? Frag ich mich. Bisher ist das halt super easy. Okay, und jetzt wird's hart. Ah, dann auch gleich, oder wie? Okay. Kommst du nicht durch? Ah, das wäre so mies, wenn das Spiel dann echt hart wird von den Rätseln und so beginnt. Munition? Guck mal.
Warte hier. Na. Null von 8. So, warte mal, dann gehe ich mal auf Objekte. Munition. Waffenmunition auf Max. Acht von 8. Lecker. Können wir Satan beschwören? Damit wird es irgendwas auf sich haben. Oh. Toni, ich suche nach Bären für meinen Vater. Die Bären sind auf der anderen Seite der blockierten Passage. Toni. Hast du Bock zu gehen? Sieh es dir an, du hast den Pfad gesäubert. Ich muss zurück, mein Vater wartet zu Hause auf diese Bären. Ja, dann ab geht's. Da ist eine Kiste. Halstuch erhalten. Oh, das hört sich nach Rüstung an. Auto-Equip? Halstuch. Ja, 15 Defensive, ne? Schön, schön. 155 Leben haben wir jetzt insgesamt. Level-Up hat doch einiges gebracht, würde ich sagen, HP-technisch. Gibt's hier auch noch irgendwas? Schmeißt mich gerne in Kämpfe rein. Wenn die weiter auf dem Niveau bleiben. So, ich habe immer Angst, dass ich ein bisschen was verpasse. Anscheinend nicht. Und hier komischerweise keine Kämpfe. Die Bären glänzen ein wenig. Heilbeere halten. Toni, mein Bester. Danke. Gerne, gerne, gerne. Mit diesen Bären kann ich meinen Vater heilen. Oh, das ist ein tapferer kleiner Junge. Beeilt euch, ich muss sofort zu ihm. Rettet er mich jetzt? Okay, Raumschiff explodiert. Frag mich nicht. Oha. Sag nicht, da geht ein Riss jetzt durch. Das wäre so cool. Das ist eine Brücke, okay. Ich hätte mehr darauf achten müssen, da sind ja voll viele Städte. Toni sagt, Mutti! Tonis Mutter, warum machst du immer solche Schwierigkeiten? Toni sagt, ich wollte diese Bären holen, um Vaters Wunden zu heilen. Tonis Mutter sagt, seid ihr beiden okay? Da ist so dieses, ah okay, er wird was Gutes tun. Weißt du, Wille gut, Ausführung schlecht. Was hat das mit diesen Erdbeben auf sich? Drache, ich hab dir immer gesagt, dass du nicht herkommen sollst. Bürgermeister Piffer, bist in Sicherheit, das ist wichtig. Gehen wir nach Hause. Das ist doch mal ein Wort, das ist versöhnlich. Warum bin ich so nervös auf einmal? Diablo. Oder ein Höllenhund. Komm noch. Warum müsst ihr den Kontrast so hochziehen? Na, wird doch mal eine Handgranate entzündet. 135, sauber. Faule Atemmüll. Was gegen Angriff oder was? Habe ich was gedrückt? Ich habe 39. 10, okay, Glück gehabt. Waffenschild ein. Bitte. 19. Ba 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 ba.
Heilbeere benutzt. Ach, wir haben Autokampf oder was? So liebe ich doch meine neuen Schwäne. Was machen wir jetzt? Beim Bossen ist es dann Autokampf oder was? Und ich habe alle. Was ist alle für eine Angriffsstatistik? Also. Voll entspannt. Und bei euch so, was macht die Familie? Ja, okay. Ja. Oh, das, so stelle ich mir einen Kanal vor. Ist das entspannt gerade, aber ein langer Kampf. 33, ey, der spinnt wohl. 8 Schuss haben wir. Fällt der auseinander? Ne, noch nicht. Oh, jetzt. 100 EP. Oh, der eine immer aufgestiegen. Ja, hoffe ich ja mal. 200 Geller. Jetzt sind wir alt und weise. Rudi wirft dem sich regenerierenden Zombie die HL-Beere zu. Das heilende Licht der HL-Beere macht den Zombie zum Matsch. Wir haben da irgendwie ein Gerücht gehört, ne? Dass das schon mal passiert ist, irgendwie. Toni sagt, klasse, du hast den Zombie besiegt, aber es setzt sich die Heilbeere weg. Toni, was ist mit Mutti los? Du hast über das ganze Surfdorf Unheil gebracht. Ich habe von dir gehört, du besitzt die Waffe, die verbotene Kraft. Ich weiß, dass das verboten ist, aber ich habe vor einigen Tagen deine Sachen durchsucht. Die Waffe hat uns alle ins Verderben gestürzt. Der Trommiger Rudi hat uns alle verflucht. Das Erdbeben wurde wahrscheinlich von Rudi verursacht. Ah, da ist das Dorf wieder, da ist das Dorf wieder. Wie im Internet, haben sie irgendwas gefunden und dann alle drauf da. Einer sagt was vor, 10 Plapper nach und dann Bürgermeister Piffer, Ruhe. Bürgermeister Piffer sagt, Rudi, danke für die Rettung. Aber du hast den verbotenen Weg geöffnet und uns alle in Gefahr gebracht. Du hast auch eine Waffe. Du wirst nach unserem Dorfgesetz dafür gerichtet. Bist du einverstanden, Rudi? Nee. Tut mir leid, Rudi. Du bist zwar ein Traumjäger, aber du hast unsere Gesetze verletzt. Wir müssen dich richten. Du hast keine Wahl, Rudi. Komm bitte mit uns. Auf gar keinen Fall. Bürgermeister Piffer sagt, tut mir leid, Rudi. Bist zwar ein... Suggeriert mir nicht, dass ich eine Wahl habe, wenn ich sie nicht habe. Es ergibt keinen Sinn. Ja, da wollte ich mal zumindest hier digital den wahren Rebell rauslassen. Ja, Bürgermeister Piffer, nimm mich bitte mit. Wir müssen sofort ins Dorf zurück. Rudi wird dort gerichtet. Mhm. Dachte, wir machen jetzt Einzelkampf und dann bin ich der neue Bürgermeister. Steht da am Fenster. Der Junge brachte ein furchtbares Omen ins Dorf. Wir müssen was tun. Er ist ein Traumjäger. Es mag grausam klingen, aber er kann uns allen schaden. Beim Aufbrechen des Siegels gab es ein Erdbeben, das das ganze Dorf zerstörte. Das könnte den Archäologen geholfen haben. Ah, jetzt hat mich das Spiel doch angefixt. Ab ins Betty. Eure Hühnerwehr schmeißen, es könnte aber mit euch sicher sein. Bürgermeister Piffer sagt, wir stimmen also alle zu, wir werden ihn bitten zu gehen. Ja, okay, das ist fair. Ich habe ihn hergebracht, so werde ich ihnen auch unsere Entscheidung mitteilen. Das ist fair, ne? Bürgermeister Piffer, hast du gelauscht, Rudi? Dann kennst du unseren Beschluss bereits. Ich muss dich bitten, deine Sachen zu packen und zu gehen. Und komm bitte niemals wieder. Ihr hättet den armen Toni verrecken lassen, ne? Na, ihr seid auch ein Dorf, ey. Nenn euch ab jetzt Twitter. Mein Mann hat mir erzählt, dass du ein Verbrechen begangen hast. Besuch mich bitte nicht. Okay. Ja.
Hallöchen, bei euch alles gut? Das Erdbeben war dein Fehler, du hast hier große Panik ausgelöst. Ja, danke mir auch. Gib uns nicht die Schuld, du hast das Chaos verursacht, du trägst die Verantwortung. Ihr seid so arschlos, ey. Du hast unsere Art zu leben, die uns so lieb war, entweiht, ja, indem ich euren Toni, wertlosen Toni gerettet habe, der seinem Vater helfen wollte. Ich wusste es, man kann Fremden nicht trauen, ach Gott. Du hast auch keine Touristenführerin. Was willst du? Alles ändern. Können wir ja mal machen. Ja, safe. Dann speichere ich nicht. Komm wieder mal vorbei. Habe ich jetzt? Ne, habe ich nicht. So, ich werde eure Hühnerwehr schmeißen. Verhungern. Der Winter kommt bald. So, ich schmeiß sogar Hühner auf Papageien was. Der hat sich gedreht. Sorry. Das tut mir jetzt. Das war wirklich. Also, tut mir leid. So, warte mal. Hier kann ich da bestimmt Sachen zertrümmern. Ah, nee. Hier hatten wir ja die Fähigkeit bekommen. Okay. Ganz ruhig. Kann ich hier nochmal Hayabubu machen? Dieses Surfdorf, Traumjäger, sind hier nicht willkommen. Das wird schade. Tut mir leid, ich kann an Leute, die die Gesetze brechen, nichts verkaufen. Ach komm, als ob ihr jetzt einen Moralkodex habt. Kleine Kinder sprechen noch mit mir. Das tut mir leid, ich darf nicht mit dir sprechen. Okay, das ist fair, das ist fair. Ja, okay. Okay. Und du? Die Geschichte über die Ruinen ist wahr. Gehst du deshalb? Quasi ja, danke, dass du noch mit mir sprichst. Tja, mach mal Hühnersalat. Bäm. So. Das Huhn ist so ein Pilz geworden, was Blitzabweiser. Was? Was ist gerade passiert? Blitzhain. Okay. Und du? Bist du vielleicht ein Tiger? Macht aber auch einfach Spaß. Regnet Hühner. Achtung. Okay. Das war jetzt, also, war ganz schön viel Huhn auf einen Haufen. Aber ich liebe es auch im echten Leben Hühner gegen die Wand zu werfen. Fang! Wollte eigentlich die. So, Toni macht nicht so ein langes Gesicht, komm bald wieder. Toni sagt, das ist alles meine Schuld, nicht deine. Ach, alles gut. Erwachsene sind manchmal blöd. Ja, kannst du auch sagen. Du, was brauchst du hier rum? Traumjäger sorgen immer für Ärger. Sie sind so unzuverlässig. Nein, zuverlässig jedes Mal Ärger. Wie auch dieses Mal. Na? Das ist das Haus des Huhnes. Blub. So, sind wir von der anderen Seite nicht... Ah ja, okay. Okay. So, wir können jetzt nochmal in den Bauernhof, ne? Wie kann man da rein? Ruhe. Du gehörst in den Pferdestall.
Achso, da darfst du nicht. Gibt's ganz klare Rassentrennung. Hey, da sind auch Hühner. Die sind hier. Was? Halte Klasse 1, ne? Und die anderen 3. Oder andersrum? Oha. Tut mir leid, Huhn. Wird ein sehr eierschwaches Jahr. Das sehe ich kommen. Naja. Man muss ja ein Andenken für hinterlassen. So, folgendes dann. Was war hiermit jetzt nochmal? Okay. So, ihr seid immer noch die. Der Bürgermeister stoppelt immer noch herum, aber ich würde sagen, wir werden das Dorf mal verlassen. Toni ist anscheinend auch untröstlich schockiert. Ja, nee, ist okay. Na dann, war schön mit euch. Ich hätte noch eine Heilung mehr abgeholt. Ah, Toni, du hast mich gerettet. Ich war so hilflos. Ach, gerne. Ich weiß, dass du das Richtige tatest und sie das Falsche tatest. Darf man das so und davon? Ich möchte dir nur danken, gerne. Ich muss zurück, nochmals vielen Dank. Gerne, gerne. Das ist ein gutes Kind. Toni, wenn du später mal das, aber ein Hühnchen klaue ich mir. Ah, Mist. Boah, jetzt ist das Spiel hängen geblieben. Obwohl er seine Fähigkeit, sie zu schützen, anwendete, wiesen sie ihn aus Furcht zurück. Er hat eine Macht, nach der er nie fragte. Er weiß die verbotenen Waffen zu gebrauchen. Er durchstreift die Welt, um seine Seele zu suchen, ohne Wissen um seine Macht. Speichern, weil was ist das jetzt? Erinnerungs... was? Ach, du spielst 3 verschiedene Charaktere. Stimmt, das war das Spiel. Ja. Will ja nichts sagen, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. In 3 Tagen geht's weiter. Muss sagen, Spiel, da sehe ich mich jetzt doch schon. Mal sehen, also wenn die Rätsel dann irgendwann so knallhart werden, hebe ich, also würde ich das dann unterbrechen, also wenn es so Alundra-Niveau ist, würde ich das dann unterbrechen und macht man dann irgendwann mal im Livestream zu Ende. Bisher ziehe ich eigentlich alles durch, was ich hier irgendwie anfange. Mal sehen, wie es weiterläuft, aber erstmal der nächste Part in 3 Tagen. Wenn es gefallen hat, super gern Daumen nach oben und super gern Kommentar. Das hilft dem Algorithmus und bis dahin.